Hallo Leute, willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Road Truck Simulator 2. Ja, jetzt weiter geht's. Ich hoffe, Sie gehen alle wieder gut. Jetzt, das ist die zweite Folge, wo wir diese so oft tragen und wir fahren weiter. Wenn Sie haben Lust. Oh, ich habe die Motor ausgeschaltet. Nee, da muss man weiterfahren. So, die Licht mache ich aus. Anbrems aus, okay. Jetzt gucke ich gerade wegen die Einstellung, jawohl. Das passt alles super. So, wir sind nicht so schwer beladen. 11 Tonnen. Und dann habe ich auch geschlafen. So, der Fahrer hat geschlafen. Aber ich nicht, ne? Nee, nee. Ich will auch weiter Aufnahme machen. Wir sind gerade Montag früh und ja, das mache ich auch gern für euch. So, wie ist das? Ich muss geradeaus, ja. Und in dieser Folge, so, wenn die Auftrag ist auch beendet. Da werde ich auch zusagen, ich kaufe mir eine neue Garage, so eine neue Werkstatt. Und gehe mal auch einkaufen, eine neue LKW und stellt mal auch einen neuen Fahrer dabei, dass langsam alles vorwärts geht, mit das Geld wieder. So, jetzt 11. Gang, jawohl. 90 ist erlaubt, aber gut. Könnte man auch ein bisschen mehr Gas geben. Ist auch kein Problem. Da habe ich auch keine Polizist getroffen für den Moment. Vielleicht kommen die noch. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Aber für den Moment, ich fahre ruhige. So, was ist ruhige? Sind wir schon mit Tempo 100 km/h auf die Autobahn? Ob sich erlaubt. Okay, gut, jetzt mache ich ein bisschen langsam, bevor das die Polizist kommt und oh, geblitzt, da musst du bezahlen. So, jetzt fahren wir mit 83 km/h. Ich werde sagen, das ist auch okay. Ist auch nicht so viel schneller, aber ab. Ein bisschen Gas geben trotzdem. 90 ist erlaubt. Da kann man. Ich habe es auch gesehen. Da kann man mit 2-3 km/h mehr fahren. Das sagen die Polizei auch gar nichts dazu. Ich hoffe mal, aber normal, nee. Hallo, ich wollte. Ja, manchmal die. Der Tempomat, wenn man auch immer nicht beeilt, die Tempo, dann weiß der auch nicht, wie viel sollte er die Geschwindigkeit halten. Aber jetzt, das funktioniert. 90 km/h, jawohl. Fahren wir auch ganz okay, gemütlich zusammen. 3 Stunden sind noch zu fahren, so 3 Stunden 47 Minuten, sehe ich gerade. Ah, alles okay. Fahr mal langsam. So, tanken muss man auch noch nicht. Die Tank ist noch voll. Ich kann auch gucken auf die Display. Moment. Das muss ich auch machen. Nochmal. Ja, Sie sehen, 903 Liter haben wir noch. Hoppla, oh. Okay. Ja, das ist die Problem, dass die haben das noch nicht so ganz so nicht erweitert, diese Zusatzfunktion mit Zoom an dem Display, aber gut, da könnte man auch, muss man auch mitleben. Aber trotzdem, der Spiel ist immer noch was Besonderes. Ich habe damals auch diese
Das kommt auch von dieser Firma, diese ganze American Truck Spiel gemacht. Die waren auch sehr, sehr gut damals. Gut, jetzt die Grafik kann man das auch nicht mehr vergleichen. Hoppla, was war das? Keine Ahnung. Aber das hat auch Spaß gemacht. Ich habe auch oft gespielt mit diesem Spiel. Ja, LKW zu fahren, ich meine, warum nicht? Das gibt auch welche, die fahren auch ja, Bagger die ganze Zeit. Gut, für den Moment, das gibt nicht so wirklich die Simulation spielen mit Bagger. Aber ich habe noch geredet mit am Wochenende mit meinem Kollegen, so gestern, so Samstag meinte ich. Und da hat er auch zu mir gesagt, ah, das kommt noch ein besonderer Simulator, ein PC-Simulator aufbauen spielen. Dann habe ich gesagt, ja, was muss man machen? Ja, PC aufbauen. Und dann hat er gesagt, ja, muss man auch die ganze Komponente einbauen und ja, so wie ein normales Leben als IT-Techniker. Ah, das könnte auch interessant sein. Aber wie gesagt, die machen auch so viel Simulator die letzte Zeit. Zum Beispiel haben wir auch gesehen, diese Gold Rush oder jetzt diese neue Spiel, Fishing Barons. Auch ein sehr gutes Spiel, ich habe auch gesehen, aber für den Moment, ich weiß nicht, ob ich schon dieses Spiel muss mal gucken. Aber der ist auch interessant, habe ich auch gesehen. So. Aber für den Moment, ich glaube, das Fishing Barons ist noch immer Early Access. Oh, so, die sind noch alle am Schraube. Und das sollte auch später kommen auf den Markt. Werden wir sehen. Aber auch ein interessantes Spiel. Habe ich auch gesehen. Aber ich habe auch bei mir auch noch viele Spiele zu anbieten. Da könnte ich auch sagen, ja, die ganze Jahre lang nicht, dass ich mal auch die ganze Spiel, was ich habe in meiner Sammlung. Aber werden wir sehen. Und sowieso, ich habe auch euch gesagt, da kommt noch diese Monat, so Ende Monat oder März, da kommt ein neues Equipment bei mir und ich werde das testen. Wenn die Performance stimmt, dann ist okay. Wenn das nicht stimmt, dann mache ich auch nichts. Ich habe es auch versucht. Weil ich kenne mich auch aus mit allen Equipment-Sachen. Da muss ich auch immer umgehen und ausprobieren und ja, mal sehen. Weil diese Equipment haben so ein paar Leute, so nicht so viel haben das geholt für den Moment. Weil ich glaube, dass die Preise erschrocken alle. Und dann steht auch, ja, das auf die Meinung von den Leuten, ja, das ist noch nicht ganz optimal. Für etwas optimal sollte man besser viel Geld investieren. Aber gut, ich meine, ja, vielleicht haben die recht, das gebe ich auch zu. Aber vielleicht liegt das nur an dem Equipment von den Leuten. Dass die aber auch nicht das komplett bekommen, diesen Zustand mit dem Gerät. Aber ich werde das testen. Und wenn das funktioniert, da könnte ich auch wahrscheinlich auch euch verlinken, alles was das ist. Oder euch sagen, was ich habe jetzt ausprobiert und ausgetestet. Ja, als Let's Play, so Gaming-Kanal muss man auch alles testen. So, jetzt, was macht er? Ah, ja, 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 ja. Okay, ich habe keine Blinker gemacht, aber er fährt auf einmal zu langsam. So, 2 Stunden. Ja, ich muss ihn überholen. Ja, gut, ich lasse mich auf diese Seite fahren. Und eine schöne Tunnel jetzt, okay. Machen wir die Licht vielleicht an. Oh, ich habe die Licht nicht eingeschaltet. Jetzt. Ja, weil sonst kommt wieder die Polizei und oh, sie sind gefahren ohne Licht in dem Tunnel. Ja, weil das war beleuchtet. Nee, nee. Aber da fahre ich nicht so schnell, aber ich sehe schon, dass die anderen
Die fahren ganz langsam. Hallo, was ist hier los? Autobahn, Leute. Da steht 90 km/h Begrenzung, aber die fahren bestimmt nicht 90. Und er will bremsen. Warum bremst er? Der Kollege vor ihm, der fährt mehr schnell als ihm. Vielleicht hat er Probleme mit seinem Auto. Das kann auch sein. So, jetzt. Okay, jetzt gibt er Gas jetzt auf einmal. Junge, Junge, Junge. Da hast du mich erschrocken. Ich habe gedacht, ich werde dich noch überholen. Nee. Er hat auch gesehen, dass ich kommt auch so schnell und ich muss Gas geben. So, noch 1:30 Stunden. Okay. Ah, da war die Polizei wieder unterwegs. Gut, ich bin auch nicht so... Ich war ganz normal auf die Tempo, 90 km/h. Da könnt ihr die auch nicht sagen, ob straff. Sie fahren zu schnell. Nee. Jetzt fahren wir ganz locker und gemütlich. Gemütlich, muss man so sagen. So. Ja, und ich habe auch Video in Bearbeitung für den Moment und die mache ich auch gleich alles hoch und dann werde ich auch noch die erste Teil von Eurotruck für die Woche bearbeiten und ob das kommt auch morgen. Haben Sie auch keine Angst, so morgen. Jetzt sage ich morgen, wir sind noch immer noch Montag früh und die Teil kommt Montage, muss ich zugeben. So. Eine Stunde, 7 Minuten. Oh, da sind wir bald am Ziel, aber gut. Jetzt kommt wieder eine Baustelle. Okay. Aber dieses Mal, ich muss nicht auf die Grüne gehen, weil wenn man auch auf die Grüne geht, so diese grüne Zeichnung, da wird man auch, da muss man stoppen. Aber ihr, schaut ihr das an? Ja, wenn der Kollege vor mir, der fährt auch. Oh! Ja. Jetzt haben die mich angehalten. Oh, das war aber schon teuer, die Autobahn. Mal liebe. Okay. Muss man auch mitleben. Das wäre auch nichts Geschenk in dem Autobahn hier in Frankreich. Muss ich auch zugeben. So, 7. Gang, 8. Gang. So, fahren wir ein bisschen andere Perspektive. Werde ich auch machen. Cockpit-Ansicht ist da, ja. Und da habe ich auch wieder meine Spiegelanstellung, jawohl. Oh, ich muss raus. Oh, okay. Das habe ich nicht aufgepasst. Ich war wahrscheinlich zu schnell. So, langsam. Oh, die Kurve ist auch schön. So. Ah, darf man hier 50 fahren? Okay, gut, ich fahre. Ah, jetzt. Ah.
Darf man 90 fahren wieder? Oh, das hat sich aufgehängt auf einmal. Ich weiß nicht, was ist passiert. Aber gut, das geht auch wieder. So, fahren wir wieder Tempo schnell unterwegs. Jetzt bremst. Ich muss bremsen. Leute, ich muss bremsen. Ja, und Car-Mechanik geht auch weiter, die Voro. Ich muss noch was auch wieder aufnehmen. Aber da habe ich auch schon wieder zwei Teile. So eine kommt, ist auch rausgekommen. Vielleicht auch die zweite ist auch schon da. Aber das kommt noch alles. So, Blinker raus, jawohl. Ich weiß auch nicht, wo muss man das abliefern, diese Enge. Aber bis jetzt immer gut gefahren. Ich habe auch keinen Unfall gebaut. Es war alles perfekt. Oh. Jetzt darf ich nicht? Nee, darf ich doch nicht. Jetzt darf ich. So, weiter geht's. Ah, und ich sehe schon, dass wir können auch eine Garage kaufen und alles. Und sowieso, jetzt kriegt man auch genug Geld. Würde ich auch sagen, dann gehen wir danach eine neue LKW kaufen für an neue Mitarbeiter und Garage, dass wir machen auch wieder Geld. So, siebter Gang, jawohl. Könnte man auch ruhig anschalten in die siebte Gang. Das ist am Ende von die Stadt, ehrlich. Oh ja, 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 ja. Okay, aber ihre. Oh je, oh je, oh je. Da war ich etwas schneller. So, und wo ist die Eingang? Leute, ich habe die Lieferung, aber wo ist die Eingang? Ah, darüber. Okay. Da sind wir auch am Ziel. So, jetzt. Hallo? Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin auch reingefahren und ich habe noch nicht mal der Meldung, dass ich kann abliefern. So, jetzt geht das. So, ich nehme auf Nummer sicher. Ja, das bringt immer noch 15 EP und oder XPs. So, wo ist das? Ah, darüber, okay. Perspektiv für einen besseren Anfang. Eine 15 EP bin ich bekommen. Wenn das funktioniert. Ah ja. Oh. Hallo. Ich war zu schnell. So, Moment. Okay, on bremse. Motorstopp. Und abliefern.
Ausgezeichnet. Ahaha. Das ist auch super. Ausgezeichnet, das ist immer etwas sehr gut. Jetzt sind wir Level 19 und ja, gut 30.000, das hat keine Bonus gegeben, ja. Egal. So, jetzt darf ich etwas wieder nehmen. Hochfertig fragte, das mache ich noch eine dran. In die Fähigkeit von dem Fahrer. Und jetzt, wir fahren. Ich habe euch gesagt. Wir holen uns eine neue Garage. Mal auf die Plane, so auf die Karte. Moment mal, wo ist das? Wir sind im Nantes, okay. Nee, wollte mal. Ah, nee, 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 ich will keine. Okay, das funktioniert nicht so, ich muss. Ah, was haben wir hier? Ich glaube, da muss etwas geben, dass wir könnt etwas kaufen. Okay. Mein Tankstelle, okay, aber darüber ist das. Okay, ich hab's gesehen. Und hier werde ich sagen, wir kaufen uns eine neue Garage. So, Werkstatt. Oder Garage, ja, 480.000. Das ist okay. Das nehmen wir. Und da könnte man auch drei Fahrer anstellen. Und dann kann auch wieder Gewinn kommen für die Firma, so für mein Unternehmen. Aber jetzt mache ich die Beleuchtung aus. Jetzt gehen wir ein LKW kaufen. So, jetzt erstmal rausfahren. Ich weiß noch nicht, wo ich bin gefahren jetzt. Okay, jetzt geht's. Und dann muss ich auch gucken, normal haben wir genug Geld für einen neuen LKW zu kaufen. Und wie ich habe auch jetzt gesehen, normal im Nantes. Ich weiß nicht, wie sie es sagen bei euch, aber das gibt auch einen Mercedes-Benz Händler und das ist auch optimal. Jawohl, da könnten wir auch gerade einen LKW kaufen für unsere Mitarbeiter, so dem neuen Mitarbeiter, muss man auch zugeben. Mercedes-Benz, jawohl. Wie? Der LKW-Händler hat geschlossen. Oh nee, welche Datum haben wir heute? Ah ja, Montag, Samstag, ah okay, okay. Gut, dann werde ich sagen, wir gehen schlafen.
Und kauf mal schnell die LKW danach. So, runterschalt, jawohl. Warum kann ich nicht schlafen hier? Ich muss auch schlafen können, oder? Nee, kann ich nicht schlafen gehen? Oh je, oh je, oh je. Okay, gut. Wenn ich dürfte nicht schlafen bei dem Mercedes-Händler. Das ist aber frech, oder? Weil ich habe einen Scania und da will der keine Konkurrenz sehen. Nee, Quatsch. Ich glaube, da kann man trotzdem schlafen. Oder? Nee, das sieht sehr schlecht aus. Dass ich kann hier schlafen, kurz. Oder vielleicht vorne. Mal sehen, mal sehen. Nee, da kann ich gar nicht schlafen. Okay, gut. Dann gehen wir in die Werkstatt zur Reparatur. Werde ich sagen. Und dann mache ich ein kurzes Nickelchen. Oder Nickelchen, wie sagt man das? Ah, und ich muss auch wieder. Und etwas ist auch belöschtet bei mir. Ich weiß nicht, was das ist. Auf die Cockpit. Sie sehen auch, da steht auch eine Meldung. Ich weiß nicht, was das ist. Brems. Ich habe doch keine Brems eingeschaltet. Oder ist etwas kaputt? Ich weiß nicht, es gibt eine Meldung. Ich kenne das nicht. Die Scania, die neue. Ah, jetzt ist das weg. Na gut, muss man vielleicht reparieren. Der LKW sowieso. Muss ich auch in Reparatur geben. Weil da war 2% Schade. Und so, wo ist auch die Werkstatt? Ah, hier drüber. Oder? Nee, da ist keine. Ich habe einen Fehler gemacht, okay. So, die Folge ist nicht so besonders für den Moment, oder? Für euch. Ah, hier ist ein Hotel, oder? Ich kann hier schlafen. Oder ich weiß nicht. Kann man schlafen, oder? Nee, ich weiß nicht, was das ist hier. Oh je, ich war noch nie hier. Wie gesagt, ah, wo ist die Werkstatt? Ah, drüber wahrscheinlich. Oh ja. Okay, wir machen das noch schneller. Werkstatt besuchen. Ja, okay, ja, ich hab's gesehen. Das sind ein paar LKW da. Aber wo ist die Eingang? Oh je. Da muss ich auch mich völlig neu orientieren. So. Jetzt. Ah, das war die Polizei. Okay, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Unfall gebaut. Das sollen die mich auch nicht sagen, ob ihr Strafe. So, jetzt hier ist die Eingang. Okay, ich hab's gesehen. Und Mama, Wartung. Okay. Jetzt anbremst, Motor aus. Und Wartung. Ich weiß auch nicht, was ist gekommen. Ich habe auch eine E-Mail-Meldung bekomme. Oh, 3% Schaden. Oh je. Gut, aber das geht. Okay.
gut, ich reagiere mal schlafen. Okay. Du kannst eine Wahl zu Ruhe, ja. Aber gut, aber ich möchte, dass die Händler mal auf. Schlaf mal noch eine Runde. So, jetzt haben wir auch leider ein bisschen Geldverlust durch die Kredit, ja. Das war klar. So, jetzt mache ich die Licht aus. Das ist blend ordentlich die ganze Leute. Oje, oje. Schöne MAN und ein schöner alter Volvo. So, dem Händler, der ist gerade gegenüber. Oh, das ist super. Da muss ich auch nicht so 1000 Kilometer fahren, bis dem Händler da ist. So. Jetzt anbremst. Motor aus, okay. Schalte ich runter, okay. Und geh mal zum Mercedes-Benz. Und ja, wie gesagt, ich brauche einen LKW und einen ganz billig, weil für die Mitarbeiter am Anfang brauchen die auch keine große. Was haben wir hier? Er ist schon interessant. 115.000 kostet er. Was haben wir? Moment mal. 105.000 kostet er und der Modell 101.000. So, 101. Und das ist ein Actros Low Roof Sleeper. Okay. Was haben die für ein Angebot bei Mercedes-Benz? Habe ich nicht alle LKW gesehen. So, New Actros Trim Pass. Boah, der kostet auch schon 105.000. Dann der Actros Low Roof Sleeper für 149.000. Der ist auch schon der Actros High Roof Sleeper. Okay. Actros High Roof Sleeper. Ja, aber der hat eine andere Kabine. Der Mega Space. Oh, er ist super, dem LKW, aber der kostet 168.000. Dann der Megaspace im Sattelzug mit zwei, so etwas größere Modell. Ein 6x2, 4. So hier ein 6x4, Actros. Er kostet 190.000. Oje, oje. Hier dem Actros Gigaspace 190.000. Ja, schon interessant. Dem Actros Big Space für 191.000, ja. Aber Sie sehen auch, dass die PS-Anzahl, die wechselt. Ne? Jetzt sind wir in die Kategorie 598 PS. Aber verfügbar ab Level 20, ja. Ich bin auch nicht da mit Level 20. Und mein Lieber, der ist super. Ah, der kostet 260.000 mit 517 PS. Nee. Wollt mal die Billigs nehmen? Okay, Moment mal. Ich werde sagen 101.000. Ich investiere in einen besonderen für den neuen. Für den neuen Fahrer oder Mitfahrerin. Ich weiß nicht, wer kommt. Hast neu angestellt. Und ja. Wir sollen ihm in Garage in Nantes, ja. Okay, jetzt soll das. Danke für den Kauf unseres Haus. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Zugmaschine. Ihre alte LKW wird umgehen zu Ihrer Garage im Nantes geführt. Ja, aber ich wollte nicht mit dem fahren. Okay, gut. Fahren wir trotzdem mit ihm in die neue Garage. Ah, der sieht auch schön. Oder? Sieht gut aus. Gut, das ist nur für einen neuen Fahrer. Er braucht nicht die ganze Extra von mir. Wenn ich habe mehr Geld, die kriegen meine LKW im Tauschen. So.
Ah, er sieht super. Wirklich gut. So, jetzt. Das ist auch eine andere Kabine und alles andere. Ja, okay. Aber ich sehe, da, dass ich könnte noch mehr vorne kommen, aber ich will nicht für den Moment fahren wir erstmal zu. So, zu die Garage. Die Garage war gegenüber. Ich habe auch nicht geguckt, wie viel PS hat er. Oh nein, 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 da wollte ich nicht. Ich möchte. Ja, ja, ja. Aber der hat überhaupt keine Leistung, ne? Das muss ich zugeben. Oh, aber drei Rückgang-Schaltung. So, drei Schaltungen für die Rückgang. Mehr, das ist super. Ja, Mercedes-Benz. Das ist die High Level. Aber gut, die Scania sind auch schön. Muss man auch zugeben. Fahren wir vielleicht eine andere Perspektive. Was hier hören, Audi-Motor. Jawohl. Aber der hat keine Leistung. Er hat keine Leistung, das muss ich zugeben. Hoppla! So, jetzt machen wir Arbeitsagentur, jawohl. Ja, die Farbe ist okay. Ich wollte auch keine extra. Haben. So, wir nehmen im Metz. Ah, dann nächstes Werk, okay, gut. Fahrer anstellen. So, wer haben wir? Der Adam F. Ja, 4,2 im Fahrerbewertung. Ja, okay, gut. Den nehme ich, weil er ist interessant. Er ist interessant, gut. Er wird mehr Geld verlangt, aber das ist okay. Ob er sagt, er kommt zu mir und ob. Garage, ja. Okay. Und jetzt. Okay, jetzt habe ich meine neue Fahrer eingestellt. Jetzt. Muss ich mal in die Garage Manager gehen? Er soll nicht verfügbar. Wo ist dem LKW? Ah, LKW Manager. Ah, Ihre. Ja, das ist alles mit Management. So. Das soll dich. Ich war das nicht mehr. Ich muss erstmal einsteigen, ja, in dem. Ja, ich will einsteigen in meine Scania, ja. Oh, ich habe schon 9000 Kilometer gefahren. Das war schon okay. Ah, jetzt muss man warten. Weil jetzt kehre ich zurück in meine Scania und der Mercedes-Benz bekommt den neuen Fahrer. Und ja, okay, jetzt gerade raus. Ich will den immer noch behalten. Firmenmanager, ja. So, LKW-Manager, jawohl. Und jetzt kann ich dem sagen, okay. Arbeitsagentur, nee, 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 nee. Ich brauche keine Arbeitsagentur. Ich habe schon einen Fahrer, wo ist der? Hallo? Ein Stahl auf Fuß verkauft. Nee, Standort nicht enden. Ja,
Ja, wo ist der jetzt? Ich habe meinen neuen Fahrer eingestellt. Wo ist der? Hallo? Ah, das ist gut, das. Ich habe einen neuen Fahrer. Ah, Fahrermanager. Ah, jetzt. Ich weiß jetzt. Ruht sich aus. Ja, nee, nee. Du brauchst nicht dich auszurühren. Du. Nee. So. Entlass, nee. Standort ändern. Der ist in Nantes, ja, okay. Hallo? Ich hätte gern, dass er fährt meine Mercedes-Benz. Hallo, was soll das? Ja. So, jetzt muss ich gucken. So, Garage, jawohl. Ah, jetzt. Ah. Okay. Ja, dann sollte er diese LKW nehmen. Oder, oh, kann ich dem nicht sagen, er sollte, oh, ja. Nee, ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich sehe gerade, dass dem Typ kann ich, so, der Fahrer kann noch nicht mal. Kann der noch nicht mal fahren? Oh, ja. Ah, dann muss ich. Ich habe einen guten Fahrer genommen, aber. Ah, das funktioniert nicht, oder wie? Standort ändern. Ah, weil. Okay, ich hab's verstanden. Er soll als erster Fahrer kommen. So, jetzt. Jetzt hat er den LKW, jawohl, okay, gut, Sie haben auch gesehen, das ist manchmal kompliziert, aber wir haben das geschafft und ich beende auch diese Part und wir sehen uns in einer neuen Folge zusammen mit Euro Truck Simulator 2, bleibt Sie dran und ich wünsche euch alles gut noch und ciao, mach's gut.